Ja, und damit herzlich willkommen zum Let's Play Train Sim World hier mit dem Erik und Dem dem. anderen Erik. Ja, der Will MacLean war ja schon in der, Erik, der war ja schon in der letzten Folge dabei. Und jetzt haben wir uns entschieden, komm, wir machen mal kurz, wir probieren einfach mal aus, was passiert. In Realität würde man das nicht probieren wollen. Wobei, wir können mal kurz was machen. Komm, nee, warte, wir fahren erstmal noch ein bisschen näher dran. Und dann machen wir noch mal was. Jetzt arrangieren wir da mal kurz mit 20 hin. So. Genau. Und für den Fall der Fälle ziehen wir jetzt mal kurz den Richtungswender ab. Stecken den hier ein. So, und jetzt sollte er abgekuppelt sein. Schieb schon im Hintern. Nee, ich muss den hier irgendwie abkuppeln. Mache ich das nicht so, der sich den entkuppeln und dann müsste der. Eigentlich schon. Beim 442 ist anders. Wie ist es beim 442? Da muss man in die Zugmaske gehen und dann, also erstmal Federspeicher anlegen. Ich weiß nicht, muss man das hier auch? Keine Ahnung. Eigentlich nicht. Und dann auf die Zugmaske und dann zweimal bestätigen und dann den Taster 3 Sekunden lang gedrückt halten. Also Okay. den Schlüsseltaster. Ich weiß nicht. Nee. Dann probieren wir es mal so, ob es vielleicht so funktioniert. Nee. Irgendwie konnte man den entkuppeln. Das hat nämlich schon mal jemand aus meiner Truppe irgendwie hinbekommen. Muss ich den vielleicht einstecken? Muss ich den vielleicht für eine gewisse Zeit halten? Dann gehen wir erstmal rüber. Zur Not nehmen wir jetzt nämlich den zweiten und fahren mit dem rückwärts und probieren das mal. Hier lässt er mich mal wieder nicht rüber. Also muss ich jetzt einsteigen, hochklettern. Na, die Leute sind immer noch drin. Die Arbeitskräfte. Genau. Ihr sollt aussteigen, ihr sollt putzen gehen. So. Jetzt gehen wir hier rein. Zur Not ziehen wir den nämlich dann so mal kurz weg. Da sind auch welche drin. Guten Tag. Ja, sie sind in der Abstellung gelandet. Pech Wir hätten gehabt. vielleicht auch noch Leerfahrt zum Betriebswerk machen können, aber hier ist auch kein Schlüssel. Vielleicht hätte ich den Schlüssel mitnehmen müssen. Vielleicht, ja. Sims hinaufsteigen. Spielen wir jetzt die Sims? Vielleicht. Vielleicht. Man weiß es nicht. Vielleicht ist das ja so eine Kooperation. So. Warte mal, vielleicht muss ich den ja.
Ja, der erkannt, dass da Türen offen sind. Hat es deswegen vielleicht nicht funktioniert? Nee, die Türen habe ich erst später geöffnet. Egal. Dann probieren wir es mal jetzt aus. Das wird sowieso nicht funktionieren, weil der Hamster.de Kontakte oben hat. Zug rollt rückwärts. Probieren wir mal ein bisschen. Ah ja. Auch nicht schlecht. Ich glaube, wir sind entgleist. Naja, nicht ganz. Noch nicht. Das Drehgestell bleibt auf dem Schienen. Jetzt versuchen wir mal jetzt zu kuppeln. Jetzt sind ist wir entgleist. Also das funktioniert immerhin nicht. Könnte auch sein, dass sie in Realität andere Kupplungshöhen haben. Deswegen. Aber da gab es ja dieses Bild, wo der 1440 aus Versehen die 420 in Köln gekuppelt hat. Das war halt... Ja. Ja, jetzt gehen wir noch mal kurz ins Hauptmenü. Und dann gucken wir uns einfach mal kurz an, was uns noch so an Sammelobjekten... Na, da fehlt uns noch einiges. Für Wuppertal. Auf dem Rhein-Ruhr-Osten. Gut, ich denke mal, das war's für eine kleine, doofe Zwischenfolge einfach mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ja, dann sehen wir uns vielleicht wieder beim nächsten Mal. Ich würde sagen, auf jeden Fall ein Like dalassen. Auf jeden Fall ein Like dalassen. Abo nicht vergessen, die Glocke nicht vergessen, nein. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich würde sagen, bis dahin und bye bye. Bye bye.